Blut und Schnee. Ein wunderbarer Kontrast. Also rein optisch gesehen, fand Rolf. Der Gamsburg war wieder langsamer geworden und Rolf hatte aufgeschlossen. Er war jetzt auf ein Dutzend Schritte dran an dem Tier. Es stand im Moment einfach nur da und blickte mit weit aufgerissenen Augen über die Schulter zurück in seine Richtung. Rolf konnte die Atemwolken sehen, die seine Beute ausstieß. Das Tier hechelte. Das Blut aus der Wunde am hinteren Lauf floss nur noch langsam, aber es tropfte warm in den Schnee und auch dort stieg Dampf auf. Der Gamsburg war am Ende und ein Gefühl von Triumph machte sich in Rolf breit. Es waren jetzt nur noch 10 Schritte, die ihn von dem Fleisch trennten, das ihn und Mariam ernähren sollte. Irgendwann hatte er einmal aufgeschnappt. Es musste noch vor dem Krieg gewesen sein, dass Indianer sich bei den Tieren bedankten, die sie aßen, sich dafür bedankten, dass sie ihr Leben gaben, damit die Jäger einen vollen Magen hatten und fett werden konnten. Aber Rolf hielt nicht viel von pseudophilosophischem Schwachsinn. Es gab die, die fraßen, und die, die gefressen wurden. Die Welt war ein dunkler Ort, ein barbarischer Ort. Schon immer gewesen und jetzt mehr denn je. Mit der linken Hand zog er das Messer aus der Scheide am Gürtel. Tja, mein Freund, heute ist einfach nicht dein Tag, was? Dachte er, während er 2 weitere Schritte in Richtung des Gamsbocks machte. An dieser Stelle knirschte der Schnee wieder unter seinen Stiefeln und ein kalter Wind kam auf. Aus der Ferne hörte er wieder die Wölfe heulen. Waren sie näher gekommen? Das beinahe ausgeblutete Tier hörte die Wölfe auch. Scheiße, dachte Rolf noch, da machte das Tier einen Satz. Der Gamsbock sprang los, einen weiten Sprung, 2, dann 3, dann brach er zusammen. Noch atmete das Tier, es lag jetzt auf der Seite und blutete in den Schnee. Rolf trat noch ein paar Schritte näher heran. Das Tier war groß, sah er jetzt, ein wahres Prachtexemplar, das er da erlegt hatte. Im Stillen gratulierte er sich selbst. Er bedauerte es, dass er keine Zeit hatte, die Hörner ebenfalls noch mitzunehmen. Er hätte sicherlich irgendetwas daraus machen können, was ihn an diesen Tag erinnern würde. So groß wie sie waren, vielleicht sogar einen kleinen Bogen. Sicher, wahrscheinlich hätte Mariam ihm dabei helfen müssen, ihm eine helfende Hand leihen. Er lachte spöttisch, betrachtete seine verkrüppelte Rechte. Dann schaute er wieder zu dem Tier hin. Der Atem ging jetzt langsamer. Die Atemwolken waren kleiner, nicht mehr so deutlich zu sehen. Das Tier wurde langsam kälter. Irgendwie überkam ihn jetzt doch ein Gefühl der Ehrfurcht. Er stand still, während der kalte Wind ihn umwehte, die Wolken unbeteiligt weiterzogen und in einiger Entfernung erneut die Wölfe heulten. Er sah dem Tier beim Sterben zu, so lange, bis da keine Atemwolken mehr waren und noch ein wenig länger. Dann nickte er, wie zu sich selbst, und wandte sich ab. Die wilden Sprünge des Tieres hatten ihn wieder erwarten in die Nähe des halb aus dem Boden ragenden Flugzeugwracks geführt. Erneut warf er dem toten Gamsburg einen Blick zu. Ja, da war kein Zeichen von Leben mehr zu entdecken. Das Blut des Tieres hatte sich in den Schnee hinein ausgebreitet, ihn geschmolzen. Lediglich diese kleine rote Pfütze dampfte noch leicht. Der Wind spielte mit dem zottigen Fell, aber Rolf konnte keine Bewegung des Brustkorbs entdecken, kein Auf und Ab, das auf eine Atmung hingewiesen hätte. Über den mal unter seinen Füßen knirschenden und mal nass schmatzenden Schnee ging er zu dem Flugzeugwrack hin. Er umrundete die Maschine der Indian Airways ein ganzes Mal. An der Außenhülle konnte er den Grund für den Absturz nicht feststellen. Der ganze Rumpf und sogar der eine Flügel, der hoch aufragte, schien unbeschädigt. Naja, zumindest wenn man vom Fehlen der Turbine absehen wollte. Die war nirgendwo zu finden. Rolf entdeckte sie auch nicht, als er seinen Blick etwas weiter schweifen ließ.
Innerlich zuckte er mit den Schultern. Wer wusste schon, was der rote Bruch sich dabei gedacht hatte, dieses Fluggefährt aus vergangenen Zeiten ausgerechnet hier wieder an die Oberfläche zu spucken. Er und Mariam hatten schon Absurderes gesehen. Hochhäuser, die ineinander gesteckt waren in einem rechten Winkel und die wie ein X dargelegen hatten, so als hätte ein wütender Gott die Welt markiert. Wahrscheinlich zur weiteren Vernichtung. Den Rumpf eines gigantischen stählernen Frachters, der auf die Weltmeere gehört hatte, aber mitten in einer Wüste zu finden gewesen war. Einer Wüste wohlgemerkt, wie sie nach Afrika gehörte, zumindest nach allem, was Rolf wusste. Nichts war heutzutage noch richtig. Nichts war noch in Ordnung. Der gesamte verdammte Planet müsste neu kartografiert werden. Nur gab es niemanden mehr, der das entweder konnte oder wollte. »Scheiß drauf«, sagte er laut und erschrak sich kurz über die eigene Stimme. Wenn er Kerosin mitnehmen wollte oder es zumindest versuchen wollte, dann brauchte er ein Gefäß. Und er wollte es versuchen. Es war nicht lebenswichtig, weder für ihn noch für Mariam. Aber es würde seinem ohnehin schon sehr erfolgreichen Jagdausflug die Krone aufsetzen. Rolf öffnete seine Jacke. Darunter trug er eine Art Tragegurt, an dem seine Wasserflasche befestigt war. Bevor er losgegangen war, hatte er zwei Handvoll Schnee hineingedrückt, der inzwischen durch seine Körperwärme geschmolzen war. In einigen schnell aufeinanderfolgenden Zügen trank er die Flasche leer. Die Flüssigkeit tat ihm gut, ihm war gar nicht bewusst gewesen, dass er durstig war. Andererseits war es kein Wunder, wenn man darüber nachdachte. Wie weit war er jetzt von der Hütte weg? 3 Kilometer? 4 oder 5? Und dann noch der Höhenunterschied. Er hatte einiges geleistet auf seiner Jagd. Im Stillen klopfte er sich noch einmal auf die Schulter. Rolf wusste nicht viel über Flugzeuge, aber 2 Dinge waren ihm klar. Es würde ihm nicht gelingen, nur mit seinem Messer ein Loch in die Außenhülle zu schneiden, das es ihm ermöglichen würde, in den Innenraum zu gelangen. Nope, keine Chance. Zumindest nicht in dem Zeitrahmen, den er sich selbst gesteckt hatte. Er würde keine Zeit verschwenden, nicht herumtrödeln. Er hatte Mariam schon lange genug alleine gelassen. Das Zweite, was er über Flugzeuge wusste, war mehr oder weniger selbsterklärend. Das Kerosin wurde in der Turbine verbrannt. Und die befand sich normalerweise am Flügel, also musste es irgendwo im Flügel eine Kerosinleitung geben. Als er in die Nähe der A319 kam, kam er sich winzig vor. Zum Glück war der Flügel bei diesem Flugzeugtyp unten am Rumpf angebracht, aber er würde trotzdem klettern müssen und das würde ihm mit seiner Hand nicht leicht fallen. Der Gedanke ließ ihn das Gesicht verziehen. Wütend schleuderte er sein Messer, das er noch immer in der linken Hand gehalten hatte, in Richtung des Flügels der A319. Die Tatsache, dass es dort stecken blieb, befriedigte ihn ein wenig und er machte sich daran, die Ledergurte zu lösen, die die Maschinenpistole mit seinem rechten Arm verbanden. Mück hatte zu diesem Zweck den Klappschaft unten abgesägt, damit das funktionierte. Mit der Waffe ging Rolf ein wenig vorsichtiger um, nachdem die Bänder gelöst waren. Behutsam legte er sie in den Schnee. Die nun folgende Kletterei, die er hinter sich bringen musste, um in die Nähe der Turbine zu gelangen, oder besser gesagt der Stelle, an der die Turbine früher einmal gewesen war, war ein würdeloser und frustrierender Prozess für Rolf. Bei den ersten beiden Versuchen rutschte er nach einigen Metern wieder von der Tragfläche hinunter und beim dritten plumpste er aus größerer Höhe in den Schnee. Er war wirklich froh, dass ihn dabei niemand beobachtete. Dann aber hatte er den Dreh irgendwann raus. Halb kletternd und halb sich auf dem Bauch auf der Tragfläche entlangziehend, schaffte er es in die Nähe der Stelle, die sein Ziel war. Sofort begann er mit seinem Messer auf der Tragfläche herumzuhacken. Es machte ihm einige Mühe, aber schließlich schaffte er es.
Mit der Klinge durchstach er an einer Stelle den Carbonkunststoff und es gelang ihm, einen längeren Riss herbeizuführen, den er dann weiter mit dem Messer aufhebelte. Er hebelte, schnitt und mühte sich ab, solange bis er aus dem Kunststoff ein ausreichend großes Stück herausgelöst hatte, damit er in die Innereien des Flügels schauen konnte. Ja, Leitungen waren da, aber er hatte keine Ahnung, welche Leitung und welches Kabel welche Funktion innehatten. Hier hieß es, herumprobieren. Er brauchte eine ganze Weile, bis er die richtige Leitung fand. Jetzt bloß nicht abrutschen, dachte er, während er mit verdrehtem Handgelenk versuchte, von unten mit der Messerspitze ein Loch in die doppelwandige Leitung hineinzubohren. Als er es geschafft hatte, konnte er sofort riechen, dass er richtig gelegen hatte. Am Ende war seine Ausbeute relativ gering. Er bekam seine Feldflasche zu vielleicht einem Drittel voll. Dann war die Quelle versiegt. Trotzdem fühlte er sich wie ein Gewinner. Behutsam ließ er sich von der Tragfläche rutschen. Zuerst in Richtung Rumpf und dann in Richtung Boden. Sein Messer verstaute er wieder im Gürtel, die Flasche wieder im Tragegurt. Dann schloss er seine Jacke, roch noch einmal an seinen Fingern und mühte sich dann erneut mit den Schlaufen der Maschinenpistole ab. Er legte sie wieder an. Man konnte ja nie wissen. Jetzt musste er nur noch seinen Hauptpreis einsammeln. Rolf stapfte los, zurück zum Kadaver des toten Gamsbocks. Der Geruch des Kerosins haftete ihm noch an und kitzelte ihn in der Nase. Er hatte den Geruch von Lösungsmittel und Benzin und Diesel und all diesem Zeug schon immer gemocht. Es hatte irgendetwas... Er fand in seinem Gehirn nicht die richtigen Worte, aber ihm wurde klar, dass der Geruch irgendwelche Kindheitserinnerungen in ihm auslöste. Sein Vater war Automechaniker gewesen. Vielleicht lag es daran, dass er den Geruch mochte. Der Gamsbock befand sich noch immer einige Meter vor ihm und blutete in den Schnee. Nicht mehr so stark wie am Anfang. Es floss nur noch träge aus der Wunde heraus. Rolf fand, dass er mehr als zufrieden mit sich sein konnte. Er hatte nicht nur für Nahrung, für Mariam und sich gesorgt, sondern er hatte auch noch ein wenig Brennstoff ergattert, der ihm und Mariam dabei helfen würde, warm zu bleiben. Während er darüber nachdachte, ob man das Kerosin vielleicht verdünnen könnte und ob man es in dem Fall dann auch verwenden konnte, wie Lampenöl zum Beispiel, ging er weiter auf sein Beutetier zu. Er musste das Tier noch ausnehmen, die Eingeweide entfernen. Nicht nur, damit austretende Fäkalien oder Gallenflüssigkeit daran gehindert wurden, das Fleisch zu verderben, sondern auch, weil es dann einfacher wäre, das Tier zur Hütte und zu Mariam zurückzutransportieren. Er wusste ganz genau, dass ihm noch einiges an Weg bevorstand und dass es ganz schön anstrengend werden würde. Die Jagd hatte ihn weiter von der Hütte weggeführt, als er es eigentlich beabsichtigt hatte. Aber gut, so war es nun mal gelaufen. Er sollte sich nicht beschweren, er sollte froh sein, dass er heute überhaupt so viel Erfolg gehabt hatte. Nur noch wenige Schritte trennten ihn von dem toten Tier und er zog mit der linken sein Messer. Der Gamsbock lag auf der Seite. Es würde eine ganz schöne Sauerei geben, die Bauchhöhle auszuräumen, und Rolf ärgerte sich über sich selbst. Daran hatte er gar nicht gedacht, als er sich die Maschinenpistole, die Mück für ihn angefertigt hatte, wieder an die verkrüppelte rechte Hand geschnallt hatte. Das konnte er jetzt gleich wieder rückgängig machen. Er würde beide Hände brauchen. Und selbst dann würde es ein Haufen Arbeit werden. Er steckte sein Messer zurück in die Scheide am Gürtel und während er an den Bändern, die den Schaft der Maschinenpistole mit seinem Unterarm verbanden, herumnestelte, öffnete der Gamsbock seine Augen und starrte Rolf an. Das Tier lebte noch. Noch bevor Rolf sich rühren konnte, war es wieder auf die Füße gesprungen und rannte auf ihn los. Noch bevor Rolf den Schrecken verdaut hatte, noch bevor sein Gehirn überhaupt verstand, was da gerade passiert war, erwischte das Tier ihn am rechten Bein, warf ihn um und setzte seine Flucht fort. Rolfs Füße verloren ihren Halt auf dem schneematschbedeckten Boden und er konnte gerade ebenso noch verhindern, dass er mit dem Kopf aufschlug. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, sah er dem Tier nach. Du verdammtes kleines Mistvieh. Er war nicht sauer. Tief in sich drin fühlte er Bewunderung für die unbändige Lebenskraft des Tieres. Aber
Das würde ihn nicht davon abhalten, es aufzufressen. Und er würde es genießen. Entschlossen machte er sich an die Verfolgung. Mariam starrte an die Decke der Hütte. Je länger sie auf dem Bett lag und nichts tun konnte, desto enger kam ihr die Hütte jetzt vor. Außerdem hatte sie den roten Bruch wohl doch nicht ganz so unbeschadet überstanden, wie sie und Rolf anfangs angenommen hatten. Da waren an mindestens 2 Stellen kleine Risse im Dach, durch die sie in den grauen Himmel starren konnte. Wenigstens ein bisschen Abwechslung, dachte sie. Nicht, dass sie wirklich viel vom Himmel sehen konnte, aber die winzigen Flecken von Grau veränderten sich wenigstens hin und wieder, wenn oben am Himmel größere und kleinere Wolken vorbeizogen. Mariam seufzte. So sehr sie sich auch auf ihr Kind freute, so viel Angst hatte sie vor der Geburt und so sehr hasste sie ihren unförmigen Körper im Moment. »Nein, das ist falsch«, dachte sie. »Ich hasse nicht meinen Körper. Ich hasse, dass ich nichts tun kann, verdammt nochmal. Und jetzt muss ich hier liegen und auf Rolf warten.« Das kleine Lebewesen in ihr machte irgendwas, drehte sich oder strampelte oder was auch immer. Auf jeden Fall tat es weh. Der Schmerzimpuls wurde von einem neuerlichen Krampf abgelöst. Es dauerte eine ganze Weile, bis er verging und bis sie wieder zur Ruhe gekommen war. Rolf hatte leider sehr wenig Verständnis für ihre Situation. Nein, das war falsch. Er hatte durchaus Verständnis und er sorgte sich um sie. Das wusste sie, aber er verstand es einfach nicht, was es hieß, schwanger zu sein. Gut, wie sollte er auch? Er war ein Mann. Dafür konnte er nichts und Mariam wusste, dass er sein Bestes tat, um für sie zu sorgen und um ihr alles so einfach wie möglich zu machen. Aber ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen im Bauch und ein Feuer und ein Bett und all das war nicht alles, was sie brauchte. Sie hätte Zuneigung gebraucht, Zärtlichkeit, jemanden, der sie festhielt und ihr sagte, dass alles gut werden würde. Aber das war so gar nicht Rolfs Art. Körperkontakt gab es, seit sie ein gewisses Alter erreicht hatte, zwischen ihm und ihr nur dann, wenn sie ansonsten erfroren wären. Mariam verstand auch sehr gut, warum das so war und respektierte es, aber verdammt, es hätte sich gut angefühlt, einfach mal in den Arm genommen zu werden. In letzter Zeit war ihr so oft nach Heulen zumute da. Ach, scheiß drauf, dachte sie. Er füttert mich und er hält mich warm. Was will ich denn noch? Trotzig starrte sie weiter an die Decke, starrte durch die Risse hindurch, beobachtete, wie das Grau sich veränderte, wie es etwas heller wurde, dann wieder etwas dunkler und dann wieder heller und dann dachte sie an Frank. Als die Sache mit Frank angefangen hatte, waren sie schon eine ganze Weile in Lohnedorf gewesen. Nein, da erinnerte sie sich falsch. Eigentlich waren es nur ein paar Tage gewesen. Rolf hatte Franks Vater in der Schmiede ausgeholfen und sie hatte einige Stunden damit verbracht, den beiden Männern zuzusehen. Und Rolf hatte sie ermutigt, so viel zu lernen, wie es ging. Sie alle und auch Frank, der Sohn des Schmieds, hatten ganz schön geschwitzt in der Hitze des glühenden Feuers. Und Mariam erinnerte sich, dass es etwas Faszinierendes gehabt hatte, in die sich stetig verändernde Glut zu starren. Das hatte sie schon immer gern getan, aber in einer Schmiede war es irgendwie nochmal etwas ganz anderes als bei einem Lagerfeuer oder so. Hier entstand etwas, begriff sie. Ein Mensch machte sich die Natur zunutze und formte etwas aus ihr, etwas, das Bestand haben würde. Das hatte etwas Erhebendes, hatte sie in diesem Moment gedacht. Und auch Frank, der hinter seinem Vater stand und den Blasebalg bediente, auch sein Blick, den sie hin und wieder aufhing, auch der hatte etwas Erhebendes gehabt. Mariam lächelte in sich hinein. Sie konnte sich noch ganz genau daran erinnern, was für eine Enttäuschung sie gefühlt hatte, als die Speerspitze, die der Schmied angefertigt hatte, irgendwann fertig gewesen war. Sie hatte den ganzen Vorgang und auch die Blicke Franks viel zu sehr genossen und sie hatte sich gewünscht, es würde ewig so weitergehen.
Das passierte aber sehr zu ihrem Leidwesen nicht. Sie wusste nicht, ob es Absicht von Rolf war, aber während der nächsten 3 Tage besuchten sie die Schmiede nicht mehr. Rolf half einigen Bewohnern Lohnedorfs beim Bau eines Hauses und bei der Ausbesserung der Stadtmauer, während Mariam dem Wirt und seiner Frau in der Gaststube zur Hand ging. Die beiden waren ein nettes Ehepaar gewesen und die füllige Frau brachte Mariam einiges über Kräuter und Gewürze bei. Tatsächlich hatte sie hinter dem Haus einen großen Kräutergarten angelegt, in dessen Geheimnisse sie Mariam teilweise einweihte. Nicht, dass Mariam in der kurzen Zeit alle Geheimnisse lernen konnte, die die Wirtin kannte, aber doch genug, um ihren Aufenthalt in der Wirtsstube als sinnvoll zu erachten. Außerdem war die Frau eine hervorragende Köchin und sah es gerne, wenn Mariam ordentlich zuschlug. Noch dazu schaute auch hier, oh Wunder, Frank des Öfteren vorbei, um mit Mariam zu plaudern. Allerdings nie, wenn Rolf in der Nähe war. Trotz seines neuerlichen Krampfes musste Mariam grinsen. Sie erinnerte sich nur zu gut, wie sie sich aufgrund von Franks Interesse zunächst unwohl und etwas ratlos gefühlt hatte, dass es aber nicht lange gedauert hatte, bis sie die Aufmerksamkeit genoss. Und als Frank sie dann gefragt hatte, ob sie nicht Lust hätte, am nächsten Tag frühmorgens mit ihm zusammen aufzubrechen, um aus einer nahegelegenen Bruchzone neues Metall für die Schmiede seines Vaters zu holen, hatte sie Ja gesagt. Rolf hatte sie nichts von ihren Plänen erzählt, was sich als schwerer Fehler erwiesen hatte. Tränen traten in ihre Augen, nur für einen Moment. Sie hatte schon tausende von Malen darüber nachgedacht und war zu dem Schluss gekommen, dass es nicht ihre Schuld war, dass Frank nicht mehr am Leben war. Das sagte ihr Verstand. Ihr Herz sagte etwas anderes. Natürlich hatte keiner von ihnen an diesem Morgen wissen können, was passieren würde. Nein. Von Schwermut, Trauer und Selbstvorwürfen war an diesem Morgen noch nichts zu fühlen gewesen. Sie waren guter Dinge losgezogen. Mariam erinnerte sich noch ganz genau daran, wie sie die Bruchzone, die Frank Weißentief nannte, zum ersten Mal gesehen hatte. Frank hatte sie auf einen Hügel geführt, von dem aus sie die Stadt gut überblicken konnten. Oder was davon noch übrig war, der rote Bruch hatte hier besonders schrecklich zugeschlagen. Dort, wo die Gebäude nicht komplett in riesigen Rissen und Löchern versunken waren, hingen sie schief und kreuz und quer in alle Himmelsrichtungen. In der gesamten Bruchzone gab es nichts Gerades mehr, keine Reste längst überwucherter Straßen, die noch irgendwo hingeführt hätten. Es war das pure Chaos. Häuser und andere Bauwerke, große und kleine, ragten aus dem Erdreich, schienen hier und dort einfach von einem Riesen fallen gelassen worden zu sein, hatten sich in die Erde gegraben, in bizarren Winkeln, bestanden hier und dort nur noch aus Wänden oder den Resten davon. Straßen und ehemalige Plätze, wellig und aufgeworfen, zerbrochen, führten ins Nichts, nach oben, nach unten und nirgendwo hin. Mariam hatte schon viele Bruchzonen gesehen, aber in den meisten davon konnte man noch ungefähr erkennen, wie der Ort vor dem roten Bruch einmal ausgesehen hatte. Hier nicht. Die Bruchzone war groß, sicherlich 8 Kilometer im Radius. An den Rändern der Bruchzone war auch die umliegende Natur verwüstet und aufgeworfen worden. Schwarz verbrannte Erde, die Skelette von Bäumen, angekohlte Gebäude, all das. Sag mal, Frank, wie findest du hier, was du suchst, in diesem Chaos? Das hatte sie ihn gefragt und er hatte nur gelächelt. Ja, ganz schön wild, hatte er gesagt. Aber ich bin hier zu Hause. Mach dir keine Sorgen. Während sie vom Hügel in die Bruchzone hinabstiegen, erzählte er ihr, was er über die Gegend wusste. Er erzählte von den Weißen, die nur nachts herauskamen und irgendwo in den Schatten der umgestürzten Gebäude lebten. Mariam hatte nur genickt. Von solchen Menschen hatte sie schon öfter gehört. Gesehen hatte sie aber noch nie welche von ihnen.
Sind Sie feindselig? Hatte sie Frank gefragt, und der hatte nur den Kopf geschüttelt. Dann hatte er gesagt, nein, eigentlich nicht. Naja, manchmal. Man sollte sie nicht reizen, dann lassen sie einen meistens in Ruhe und tagsüber hat man mit ihnen sowieso keine Probleme. Sie vertragen das Licht der Sonne nicht. Er hatte in den Himmel geschaut. Der war grau gewesen. Naja, heute könnte es sein, dass wir einen besonders mutigen zu sehen bekommen. Irgendetwas an Mariams Blick hatte ihn in diesem Moment zum Lachen gebracht und er fügte an. Ach, ich mach doch nur Spaß. Mach dir keine Sorgen. Ich würde dich doch nie irgendwo hinbringen, wo es gefährlich ist. Dann wurde er plötzlich ernst. Obwohl, ist es dir auf deinen Reisen eigentlich schon mal aufgefallen? Irgendwie sind die Tiere in den Bruchzonen oftmals sehr seltsam. Manche sind größer, manche haben kein Fell. Es ist merkwürdig. Mariam hatte bekräftigend genickt. Das war ihr und Rolf auch schon aufgefallen. Rolf nannte das Mutationen und hatte gesagt, dass die wohl durch den roten Bruch in ungesundem Maße beschleunigt wurden. Die Weißen, die Menschen, von denen Frank erzählt hatte, waren davon auch betroffen, wusste Mariam. Instinktiv hatte sie in diesem Moment nach ihrem Geigerzähler gegriffen. Der zeigte glücklicherweise normale Werte und sie hatte ihn wieder weggesteckt. Er hatte ihr zugenickt und gesagt, gut, dass du aufpasst, aber wie gesagt, ich würde dich nicht in Gefahr bringen. Wenn hier erhöhte Strahlung herrschen würde, wäre ich wahrscheinlich auch schon zu irgendwas mutiert, so oft wie ich hier bin und nach Metall suche. Aber warum mutieren dann die Tiere und die anderen Menschen, hatte Mariam gedacht, aber nichts gesagt. Er hatte wahrscheinlich recht. Sie gingen einfach nur plündern, und das war alles. Abgesehen davon waren sie beide bewaffnet. Auch Frank trug einen großen Rucksack auf dem Rücken, in dem sich seine Ausrüstung befand, und sein Vater hatte ihm eine ziemlich fies aussehende Klinge geschmiedet, die er mit einigem Stolz am Gürtel in einer Scheide zur Schau stellte. Mariam hatte ihren Bogen und einen Revolver mit zwei Kugeln darin bei sich. Ein Messer hatte sie auch. Das Messer konnte mit der Klinge, die Frank trug, nicht konkurrieren, aber sie war froh, dass sie es hatte. Wenn man Menschen traf, war darunter so gut wie nie jemand, der keines trug. Als sie hier angekommen waren, war es bereits Mittag gewesen. Die Bruchzone befand sich einige Kilometer von Lohnedorf entfernt und sie waren nicht unbedingt schnell gegangen. Frank hatte die Zeit genutzt, um Mariam ganz gehörig auszufragen, und sie hatte sich revanchiert, indem sie wissen wollte, wie der Angriff der Degenerierten abgelaufen war. Mariam und Rolf hatten ja das Schlachtfeld gesehen, als sie Lohnedorf entdeckt hatten. Sie hatten sehen können, dass es ein heftiger Kampf gewesen sein musste. Und tatsächlich, Franks Gesichtsausdruck verdüsterte sich, als er von der Schlacht erzählte. Und ja, er hatte daran teilgenommen. Jeder Lohnedorfer hatte seinen Beitrag geleistet. Und obwohl es ihnen gelungen war, mit relativ geringen Verlusten den Angriff zurückzuschlagen, hatte er doch einige Opfer gefordert. Frank erzählte nicht viel Details und Mariam wusste, wie es war, Menschen zu verlieren, die man mochte. Sie verstand, dass er da ein wenig wortkarg war. Auch sie hatte ihm nicht alles erzählt, längst nicht, und was sie erzählt hatte, war meist geschönt gewesen. Sie beide hatten einiges hinter sich. Jeder, der heute noch lebte, hatte einiges hinter sich. Und sie, ja, sie verstanden sich einfach. Ein paar Stunden später waren sie mitten in der Bruchzone. Zu beinahe jedem Gebäude, an dem sie vorbeigeklettert waren, laufen konnte man das, was sie hier taten, nämlich nicht nennen, hatte Frank einiges zu erzählen gehabt. Dort drüben hatte er dieses und jenes Metall gefunden, hier ein anderes und so weiter und so weiter. Sein lebhaftes Geplapper hatte dazu beigetragen, dass Mariam sich schneller an die bizarren Winkel und all die Kletterei gewöhnte, die hier vonnöten war. Es war wirklich sehr mühsam, sich durch die Bruchzone zu bewegen und glücklicherweise fand Frank irgendwann, wonach er gesucht hatte. »Siehst du das? Da drüben?« hatte er gefragt. Mariams Blick war seinem ausgestreckten Arm gefolgt und sie erkannte sofort, was er meinte. Vor einem halb in einer Erdspalte versunkenen Haus stand noch ganz gerade und beinahe unberührt ein 2 Meter hoher Zaun aus Eisenstreben. Nicht der ganze Zaun, natürlich, aber da waren noch 10 oder 12 aufrecht stehende Streben, die man plündern konnte.
Frank strahlte sie an und sie machten sich auf den Weg dorthin. Einige Minuten später hatten sie es geschafft und er nahm seinen Rucksack ab und holte eine große Säge heraus. »Pass auf, Mariam«, sagte er. »Ich säge und du hältst die Augen offen. Ich werde ganz schön Lärm machen. Und manchmal zieht man damit unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Verstehst du, was ich meine?« Mariam verstand das nur zu gut und zückte den Revolver. Ihr Gesicht war sofort ernst geworden, ihre Augen klein. Als Frank das gesehen hatte, hatte er seine Aussage sofort relativiert. »Ich mach doch nur Spaß, Mariam. Die Weißen kommen bei Tag nicht raus. Mach dir keine Sorgen. Ich hab doch gesagt, ich würde dich nicht in Gefahr bringen. Aber pass trotzdem auf, denn...« Aus einiger Entfernung hallte ein animalisches Brüllen durch die Bruchzone. Sie beide, Mariam und Frank, waren sofort herumgewirbelt. Instinktiv hatte Mariam den Revolver hochgerissen und suchte über Kimme und Korn die Umgebung ab. Es dauerte eine Weile, bis sie die Bewegung wahrnahm. In etwa 80 Meter Entfernung, auf einem querliegenden Haus, tauchte ein gigantischer Umriss auf. »Ist das ein...« »Ja, das ist ein Bär«, hatte Frank auf ihre nicht ganz zu Ende gesprochene Frage geantwortet. Auch er hatte instinktiv sein großes Messer gezückt. Trotz der großen Entfernung konnte Mariam erkennen, dass das Tier gigantisch sein musste. Und noch etwas hatte sie damals erkennen können. Etwas wuchs dem Bären aus der Schulter. Etwas, das aussah wie ein kleiner, deformierter oder nicht ganz zu Ende gewachsener Kopf. »Frank, was hat der da?« »Ist wohl eine Mutation«, hatte Frank geantwortet. Damals war die Sache glimpflich ausgegangen. Der Bär hatte sich überhaupt nicht für sie interessiert. Nach einigen Sekunden war er irgendwann wieder im Trümmerfeld der Bruchzone verschwunden. Aber jetzt, als Mariam sich daran erinnerte, wie das gewesen war mit dem Bären damals, da hatte sie plötzlich Angst. Sie wusste nicht, an wen sie sich wendete, als sie leise murmelte: »Bitte, bitte lass mein Kind normal sein.« Tränen traten ihr in die Augen. Tränen der Sorge und dann Tränen der Schmerzen, als ihr Unterleib sich erneut krampfartig zusammenzog. Sie brauchte eine ganze Weile, bis sie wieder in ihrer Erinnerung an jenen Tag, in ihrer Erinnerung an Frank, aufgehen und die Realität der Hütte vergessen konnte. Sie hatten es gemacht, wie er vorgeschlagen hatte. Sie hatte aufgepasst und er hatte gesägt. Und auch mit dem Lärm hatte er völlig recht gehabt. Das quietschende, schleifende Geräusch hallte durch die komplette Bruchzone. Aus der Nähe war es schwer auszuhalten, fand Mariam, und deswegen hatte sie ihn gebeten, sich mit ihr abzuwechseln, denn wenn man selbst den Lärm verursachte, konnte man ihn viel besser ertragen, als wenn es jemand anders tat. Er hatte eingewilligt, und genau das war die erste Fehlentscheidung gewesen. Die erste wirkliche, zumindest. Er hatte drei der Zaunstreben abgesägt und Mariam war gerade an ihrer zweiten, als das Sägeblatt gerissen war. Sie geriet aus dem Gleichgewicht, stolperte, fluchte und verknackste sich den Knöchel. Sofort schossen ihr die Tränen in die Augen. Frank hatte sich sofort um sie gekümmert, hatte sich den Knöchel angesehen, der schnell angeschwollen war. Natürlich hatten sie ausprobiert, ob Mariam noch klettern und laufen konnte. Aber es hatte keinen Sinn gemacht. Die Schmerzen waren einfach zu stark gewesen. Und so, und weil Frank sie nicht allein lassen wollte, hatten sie beschlossen, über Nacht in der Bruchzone zu bleiben und am nächsten Tag zu versuchen, nach Lohnedorf zurückzukehren. Langsam aber sicher ließ der Schmerz in Rolfs Bein nach. Trotzdem bedachte er den Gamsburg in Gedanken permanent mit unflätigsten Schimpfwörtern. Er war sich durchaus bewusst, dass jedes dieser Schimpfwörter eigentlich ihm selbst galt, denn er hatte sich von dem Tier verarschen lassen. Der Gamsburg konnte nichts dafür. Tatsächlich war es Rolf auch klar, dass das Tier das nicht mit Absicht getan hatte. Rolf war sich auch im Klaren darüber, dass seine Beute ihm trotz der erneuten Flucht nicht entkommen würde.
Dennoch steigerte er sich hinein in diese Wut, nahm es wider besseren Wissens persönlich, dass das Tier aufgesprungen war, ihn überrannt hatte und jetzt ein weiteres Mal vor ihm floh. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Das Tier floh erneut bergauf und hielt sich ganz am rechten Hang. Rolf schwitzte, keuchte, schnaufte und mühte sich ab, mit dem Tier Schritt zu halten. »Ich krieg dich, du Mistvieh«, fluchte er erneut in seinen Bart und war sich nur zu bewusst, dass er eigentlich froh sein konnte, dass das Tier ihm, als es ihn gerammt hatte, nicht den Oberschenkelknochen gebrochen hatte. Seit der Gamsbock erneut aufgesprungen war, hatte die Entfernung zwischen ihm und Rolf niemals mehr als etwa ein Dutzend Meter betragen. Das Tier war nicht mehr schnell, es war in der Tat geschwächt, verlor noch immer viel Blut. Rolf sah das mit Genugtuung, auch wenn er sich wunderte, dass das Tier überhaupt noch bluten konnte. Bis jetzt hatte er ganze dreimal erneut auf den Gamsbock angelegt, aber jedes Mal hatte er den Arm mit der Maschinenpistole wieder sinken lassen. Jede Kugel war kostbar, man fand heutzutage kaum noch welche. Irgendwann musste seine Beute doch einfach vor Entkräftung und Blutverlust zusammenbrechen. Außerdem, wenn er erneut auf den Gamsbock schießen würde, bestand die Gefahr, dass er nach rechts hin den Abhang hinunterstürzen würde. Es schien Rolf fast, als würde das Tier um diesen Umstand wissen, als würde es wissen, dass Rolf sein Fleisch brauchte und dass es sich so nah am rechten Rand der Bruchzone hielt, um zu verhindern, dass Rolf ein weiteres Mal auf ihn anlegte. Das war natürlich Blödsinn. So zäh der Gamsbock auch war und obwohl er so überraschend viel Lebenskraft in sich hatte, er war doch nur ein Tier. Ein Tier, das instinktiv handelte und nicht aus Kalkül oder Berechnung heraus. Ach, scheiße, wenn das so weitergehen würde, würde Rolf doch noch schießen. Einfach nur aus Prinzip, um es dem Vieh zu zeigen. Er blieb stehen, atmete, hielt die Luft an, hob den Arm. Er hatte den Gamsbock im Visier. Wind kam auf, zerzauste seinen Bart. Es wurde wieder kälter. Eine besonders starke Böe wirbelte Schnee vom Boden auf. Rolfs Zeigefinger krümmte sich um den Abzug, dann entspannte er den Zeigefinger wieder. Der Gamsbock war stehen geblieben. Auch Rolf blieb stehen. Er betrachtete die Atemwolken des Tieres, wie der Brustkorb sich noch immer kräftig hob und senkte. Trotz der Schussverletzung, die das Tier hatte und obwohl es Angst vor Rolf haben musste, gingen die Atemzüge langsam und stetig. Ganz anders als seine eigenen, sein abgehacktes Gehechel ärgerte Rolf. Der Gamsbock drehte sich halb zu ihm um, drehte den Kopf nach hinten, sah ihn an. »Gleich ist es soweit«, dachte Rolf. »Gleich wird das Scheißvieh umfallen.« Eine Sekunde später schwor Rolf, dass der Gamsbock ihn angrinste. Eine Sekunde später schwor Rolf, dass er sah, wie das Tier mit Absicht nach rechts hin umfiel und den Hang hinunterstürzte. »Was hast du mit Absicht gemacht, du kleiner sturer Bastard?« knurrte Rolf, diesmal nicht nur in Gedanken, durch seine zusammengebissenen Zähne. Dann stopfte er wieder los und legte so schnell er konnte die Distanz zwischen sich und der Stelle zurück, an der der Gamsbock gerade eben noch gestanden hatte. Als er sie erreichte, sah er sich um. Auch hier hatte sich eine Blutpfütze um das Tier herum gebildet. Die Verfolgung seiner Beute hatte ihn weiter nach oben geführt und hier war der Schnee fest, zumindest an den Stellen um die Blutlache herum. Trotzdem ging Rolf zuerst in die Hocke und ließ sich dann auf alle Viere nieder. So krabbelte er zum Rand des Hangs, wobei er den rechten Arm, der mit der Maschinenpistole verbunden war, anwinkeln musste. Vorsichtig streckte er den Kopf über die Kante und spähte nach unten. Das durfte doch gottverdammt nochmal nicht wahr sein. Der Gamsbock war tief gefallen, sicherlich 20 oder 25 Meter. Auch dort unten, wo das Tier aufgeschlagen sein musste, konnte Rolf Blut sehen. Aber der Gamsbock war nicht mehr da. »Was in drei Teufelsnamen?
Rolfs Augen tasteten den Steilhang ab. An einem der scharfzackigen Felsen konnte das Tier nicht hängen geblieben sein. In dem Fall wäre jeder einzelne Knochen im Leib des Gamsbocks zerschmettert worden. Offensichtlich war das Tier aber noch in der Lage gewesen zu laufen. Oder wenn schon nicht zu laufen, dann doch wenigstens wegzukriechen. Allerdings, von hier oben konnte Rolf keinerlei Spuren erkennen. Nur ein wenig rot, dort, wo das Tier aufgeschlagen sein musste. Oder war es schlicht und einfach in einer hohen Schneewehe versunken. Ach, verdammt. Es half nichts, er musste irgendwie da runter. Rolf ließ seine Augen weiter wandern, tastete mit Blicken den Steilhang ab, auf der Suche nach einer Möglichkeit, nach dort unten zu gelangen. Erneut kam Wind auf und eine Weile lang machte der verwirbelte Schnee es ihm schwer, einen Weg nach unten zu finden. Der Wind brachte noch etwas mit sich. Erneutes Wolfsgeheul. Verfluchte Drecksviecher, knurrte Rolf in sich hinein. Er hatte den Eindruck, dass das Geheul näher gekommen war. Es war noch immer nicht wirklich nah, aber es war auf jeden Fall nicht mehr so weit weg wie vorhin. Ob es mit Wölfen war, wie mit Haien? Ob sie das Blut des Gamsbocks auf diese Entfernung riechen konnten und jetzt unterwegs hierher waren? Ach, so ein Schwachsinn, schalt Rolf sich selbst. Er wusste, dass das Blödsinn war, aber der Gedanke war jetzt in seinem Kopf und er wurde ihn nicht los. Langsam und ächzend schob er sich von der Kante zurück und erhob sich aus seiner kauernden Haltung. Wenn er da wirklich runterklettern wollte, brauchte er beide Hände, auch wenn eine davon verkrüppelt war. Das Triumphgefühl von vorhin war ihm ganz schön vergällt worden. Und jetzt, wo er das Wolfsgeheul erneut vernommen hatte, fühlte er sich gleich doppelt unwohl, als er die Maschinenpistole wieder von seinem Arm loslöste. Aber es musste sein, beim Klettern würde sie ihn nur behindern. Mit den Riemen befestigte er sie an seinem Rucksack, setzte ihn wieder auf und dann ging er es an. Anfangs, auf den ersten 5 oder 6 Metern, die Rolf nach unten kletterte, boten ihm die zerklüfteten Felsen ausreichend Halt. Es gelang ihm, Vorsprünge und Vertiefungen zu finden, die seinen Fingern und seinen Füßen Halt boten. Erneut kam er ins Schwitzen. Unter seiner dicken Winterjacke musste er klitschnass sein. Er keuchte und ächzte, aber er setzte seinen Weg fort. Dabei vermied er es tunlichst, nach unten zu schauen. Nicht unbedingt, weil er Probleme mit großen Höhen hatte. Nein, soweit er wusste, war er schwindelfrei, aber er war hochkonzentriert. Und als er es einige Meter weiter nach unten geschafft hatte, zahlte diese Konzentration sich aus. Seine Finger rutschten ab. Im Bruchteil einer Sekunde war sein ganzer Körper Adrenalin geflutet. Glühende Hitze peitschte durch sein Blut. Er fühlte, wie er den Halt verlor, fühlte sich schwerelos. Eine unerbittliche Kraft schien ihm vom Felsen wegzuziehen, wollte ihn nach unten stoßen. Ins Verderben. Noch hatten seine Füße und die gesunde linke Hand Halt am zerklüfteten Felsen. Doch er konnte fühlen, wie seine Finger Millimeter für Millimeter abrutschten, wie die Kraft sie verließ. Mit Zeigefinger und Daumen seiner rechten Hand versuchte er, seinen Halt zu verstärken, aber er wusste, dass es keinen Sinn hatte. Dann begriff er. Er musste den Rucksack loswerden. Aber wie sollte das gehen? Wie... Plötzlich ließ das Gefühl von Panik und Schwerelosigkeit nach. Irgendetwas in ihm hatte Klick gemacht. Rolf hatte keine Ahnung, ob das alles nur in seinem Kopf stattgefunden hatte oder ob irgendeine komplexe Kontraktion kleinster Muskeln dafür sorgte, dass er wieder ins Gleichgewicht kam. Aber egal, was es gewesen war, es hatte geholfen. Nach einigen weiteren Minuten sehr, sehr vorsichtigen Kletterns erreichte er einen Felsvorsprung, einen schmalen nur, aber der Felsvorsprung bot ihm ausreichend Platz, um pausieren zu können. Rolf nahm den Rucksack von seinen Schultern und warf ihn nach unten. »So, jetzt habe ich einen Haken an die Sache gemacht«, dachte er. Jetzt musste er nach unten gelangen. Und nicht nur das wurde ihm mit einem Mal klar. Er musste nicht nur nach unten gelangen, um wieder an seinen Rucksack zu kommen. Er musste auch einen anderen Weg zu Mariam zurückfinden. Denn in entgegengesetzter Richtung würde er diese Felswand niemals bezwingen können. Und schon gar nicht mit einem Rucksack auf den Schultern und einem Gamsbock im Schlepptau.
Plötzlich musste er leise lachen, als er sich vorstellte, wie es wohl wäre, wenn er den Gamsbock nicht angeschossen hätte, wenn er ihm auf den Rücken gesprungen wäre und ihn zurück zu Mariam reiten würde. Gamsbock Rodeo im Schneegebirge. Er lachte noch eine Weile lang stille in sich hinein, dann setzte er seinen Weg nach unten fort. Der verlief glücklicherweise ohne weitere Zwischenfälle. Als seine Füße wieder festen Boden berührten, war die Erleichterung groß in Rolf. Schnell ging er zu der Stelle, an der sein Rucksack gelandet war, und setzte ihn wieder auf. Der beinahe Absturz hatte sein Jagdfieber etwas gedämpft, musste er zugeben. Wo war nur der verdammte Gamsbock abgeblieben? Rolf sah sich um, drehte sich dabei einmal im Kreis. Mit der Jagd auf das Tier hatte er wirklich schon lange genug gebraucht. Es wurde Zeit, dass er sich an den Rückweg machte. Die Stelle, wo seine Beute gelandet sein musste und in den Schnee geblutet hatte, war nicht weit weg. Rolf ging hin und betrachtete sie. Der Schnee war aufgewühlt und längst nicht so tief, dass das Tier darin verschwunden sein konnte. Da hatte der Blick von oben ihn getäuscht, oder vielleicht war es auch nur seine eigene Hoffnung gewesen. Ja, jetzt, wo er selbst hier unten war, konnte er die Spuren des Tiers erkennen. Er konnte jetzt nicht nur sehen, wo es hingelaufen war, sondern auch, dass es das verletzte Bein nachzog, das bei ihm oben, vor dem Abstieg, noch gar nicht aufgefallen, einfach weil er nicht darauf geachtet hatte und es auch irgendwie selbsterklärend war. Was er noch sehen konnte, war, dass das Tier immer noch Blut verlor. Nicht mehr so viel wie oben, aber genug, um der Spur ein Stück weit mit den Augen folgen zu können. Mit neuer Entschlossenheit und ohne Umschweife tat er dann genau das und stellte fest, dass er sich in seiner Einschätzung der Lage hier unten geirrt hatte. Er hatte diesen Ort für ein Tal gehalten. Irgendwie stimmte das auch, aber nicht so ganz. Das, was er für die nördliche Felswand gehalten hatte, stellte sich lediglich als Felsüberhang heraus. Der war etwa 4 Meter hoch und 20 Meter breit. Eine Art Tunnel, der nach Osten hin offen war. Zumindest soweit Rolf das sehen konnte. Da hinein war der Gamsbock verschwunden, was erklärte, warum er ihn von oben nicht hatte sehen können. Er nahm den Rucksack wieder ab, legte die Maschinenpistole wieder an und machte sich erneut marschbereit. Der Stein unter dem Felsüberhang war genauso zerklüftet wie überall sonst. Einen Unterschied allerdings gab es. Hier unten lag kein Schnee und der Stein war zwar feucht, aber es war warm. Seltsam warm, und an den Wänden wuchsen Pilze, die Rolf noch nie zuvor gesehen hatte. Einen Augenblick lang überlegte er, ob er seine Atemschutzmaske aufsetzen sollte. Aber er konnte nichts riechen, was ihm gefährlich vorkam, und er war noch zu sehr außer Atem, um es trotzdem zu tun. Wie um diese Verfehlung auszugleichen, warf er einen Blick auf seinen Geigerzähler. Die Werte waren hoch, lagen aber noch unterhalb des kritischen Bereichs. Wenigstens das. Schritt für Schritt folgte er der Spur des Gamsbocks. In diesem Moment war ihm deutlich bewusst, dass er sich immer weiter von Mariam und der Hütte entfernte. Die lag in der entgegengesetzten Richtung, im Osten. Er blieb stehen, drehte sich in diese Richtung. Natürlich konnte er die Hütte von hier aus nicht sehen, aber was er sah, stimmte ihn etwas optimistischer. Im Osten und ein Stück weiter nördlich, den Felsüberhang entlang, schien es eine Art Weg zu geben, eine Senke, die längst nicht so steil war wie der zerklüftete Hang, den er soeben nach unten geklettert war. Auf diesem Weg würde es viel einfacher sein, mit seiner Jagdbeute zu Mariam zurückzukehren. Aber um das tun zu können, musste er sie erst einmal haben, nicht wahr? Er wandte sich ab und ging weiter. Er ignorierte die Pilze und die seltsame Wärme. So etwas war fast normal in der Nähe von Bruchzonen, und dass er sich nahe einer Bruchzone befand, führte er sich jetzt wieder vor Augen. Rolf folgte der Spur des Gamsbocks weiter nach Norden, weiter unter den Berg.
Es war kalt geworden in der Hütte. Zumindest war Mariam kalt geworden. Sie warf einen Blick zum Feuer hin. Es war in der Tat etwas heruntergebrannt, brannte nicht mehr ganz so hell wie zuvor, aber eigentlich sollte es noch genug Wärme abgeben, um die Hütte nicht erkalten zu lassen. Aber es half ihr nicht. Wenn sie fror, dann fror sie. Außerdem drückte ihre Blase schon wieder. Mariam schlug die Decke zurück und stand auf. Jetzt fror sie natürlich noch mehr, aber da musste sie durch. Auch wenn ihre Beine sich wackelig und schwach unter ihrem Körper anfühlten. Oh, ich hoffe, das geht bald vorbei. Das hoffte sie wirklich. Sie wollte es hinter sich bringen, wollte dieses Gewicht los sein, diesen so sehr geliebten und dennoch ach so fremden Körper aus ihrem eigenen heraus haben. Obwohl sie wusste, dass das nicht ging, wollte sie wieder die Alte sein. Wenn sie das Kind nicht mit Frank großziehen konnte, dann wollte sie wenigstens... Sie unterdrückte die Tränen. Statt Lust zu heulen, wonach sie sich eigentlich viel eher gefühlt hätte, legte sie Holz nach. Sofort wurde es wärmer in der Hütte. Eine Weile stand sie da, erinnerte sich an die Schmiede und starrte ins Feuer. Sie tankte Wärme, sagte sie sich, aber eigentlich wollte sie das Hinausgehen in die Kälte nur herauszögern. Sicher, sie hätte auch einfach einen Topf benutzen können oder irgendwo in die Ecke pinkeln. Sie würden diese Hütte ja nicht ewig bewohnen wollen, aber noch hatte sie die Kraft, um das nicht zu tun. Sie öffnete die Tür. Eisiger Wind traf ihr Gesicht, ihre Füße, ihre Beine und ihren Unterleib. Sie warf einen Blick hin zu der Hose, die noch immer über dem Stuhl hing. Nein, entschied sie. Es würde schnell gehen und den Aufwand nicht lohnen, die Hose jetzt wieder anzuziehen. Die doppelläufige Schrotflinte allerdings nahm sie mit. Sicher ist sicher. Sie ging nicht weit, nicht so weit wie beim letzten Mal. Ihr Zustand war Entschuldigung genug, einfach neben die Tür zu pinkeln. Rolf würde das verstehen. Wenn er es überhaupt bemerken würde, hieß das. Mit bloßen Füßen machte Mariam 3 Schritte in den kalten Schnee, lehnte sich mit dem Rücken an der Hütte an und ließ sich nach unten in eine Hocke sinken. Die daraus resultierende Erleichterung fiel deutlich geringer aus, als sie es gerne gehabt hätte. Noch immer fühlte sich ihr Leib an allen Ecken und Enden aufgequollen an. Als wäre er zum Bersten mit irgendetwas gefüllt, was ja irgendwie auch stimmte. Die Haut spannte, es zwickte überall. Ah, warum musste das so sein? Warum? Was war das? Da hinten, in der Richtung, aus der sie und Rolf gekommen waren, da bewegte sich etwas, ein großer, vierbeiniger Schemen. Ein Wolf, ein großer Wolf. Er blieb stehen und schaute in ihre Richtung. Mariam stand auf, schob sich mit dem Rücken an der Hüttenwand entlang nach oben. Sie starrte zurück. Auch sie bewegte sich nicht. Sie wollte es vermeiden, durch eine übereilte Reaktion den Jagdinstinkt des Tieres auszulösen. Der große Wolf dort hinten erschien allein zu sein. Sie konnte Wolfsheulen hören, es waren noch andere Tiere in der Nähe. Sie hatte es ja schon die ganze Zeit über gehört, aber sehen konnte sie den Rest des Rudels nicht. Auch das einzelne Tier schien sich nicht um das Geheul seiner Artgenossen zu kümmern. Noch immer starrte es unverwandt in Mariams Richtung. Es war noch zu weit weg für die Schrotflinte, viel zu weit. Trotzdem streckte Mariam langsam den Arm aus und zielte auf das Tier. Nur damit das Drecksvieh Bescheid wusste, dass es hier nichts verloren hatte. Du hast hier nichts Gutes zu erwarten. Geh lieber weg. Falls das Tier entweder ihre Worte oder die Geste verstanden hatte, beschloss es, dass es nichts von beidem hielt. Es blieb dort stehen, wo es schon die ganze Zeit gestanden war, und starrte weiter in Richtung Mariam. Mariams Blick wurde hart. Sie schob sich seitlich Schritt für Schritt wieder in Richtung Tür. Die ganze Zeit über behielt sie den Wolf im Blick, der rührte sich immer noch nicht. Als sie im Türrahmen stand, brüllte sie in seine Richtung: Verbiss dich! Und ihr Schrei hallte lang über den weißen Schnee. Der Wolf beachtete ihn nicht. Sie machte die nötigen Schritte nach drinnen und schloss die Tür hinter sich. Verdammtes Scheißvieh, warum musste das unbedingt jetzt auftauchen?
Sie verrammelte die Tür, so gut sie konnte, und wärmte sich auf. Jetzt hatte sie Hunger bekommen. Sie musste etwas essen. Ob das Tier ihre Vorräte riechen konnte? Ach, egal. Falls ja, konnte sie daran nichts ändern. Hier drinnen war sie auf jeden Fall sicher. Sie stillte ihren Hunger mit Nahrungsmitteln aus ihren Vorräten und trank Wasser, obwohl sie nicht durstig war. Sie wusste, sie brauchte Flüssigkeit. Dann legte sie sich wieder hin und deckte sich zu. Die doppelläufige Schrotflinte behielt sie in greifbarer Nähe. Sie würde sich wirklich besser fühlen, wenn Rolf endlich zurückkommen würde. Ja, was würde ich? Und das habe ich damals in der Bruchzone mit Frank auch gedacht, obwohl er ja auch keinen schlechten Job gemacht hat bei der Versorgung meines angeknacksten Knöchels. Sie spürte, dass sie wieder wegdöste und sich in Erinnerungen verlor. Es war in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Abend gewesen, damals mit Frank am Feuer. Er hatte sie gestützt, bis sie einen guten Lagerplatz erreichten, an dem sie von drei Seiten von schrägen, aber starken Mauern umgestürzter Häuser beschützt waren. Dann hatte er gesagt, »Ich muss dich kurz allein lassen, Mariam, aber ich bin gleich wieder da. Ich hol nur Holz für ein Feuer.« Zuerst hatte sie ihm nachgesehen und als er außer Sicht war, hatte sie ihm nachgelauscht und als sie ihn nicht mehr hören konnte, hatte sie ihren Revolver gezogen, um für alle Fälle vorbereitet zu sein, so wie Rolf es ihr beigebracht hatte. Sie hatte ein schlechtes Gewissen gehabt wegen Rolf. Er würde sich bestimmt Sorgen machen. Vielleicht würde er sogar kommen und sie suchen. Naja, vielleicht würde er aber auch in Streit mit Franks Vater geraten. Sie hoffte nicht, dass das passieren würde, denn die beiden Männer waren einander fast ebenbürtig und man konnte nicht wissen, wie so ein Streit ausgehen würde. Rolf hatte in letzter Zeit eine kurze Lunte. Nicht, dass er sie jemals geschlagen hätte. Gepackt und geschüttelt, wenn er es nötig gefunden hatte, sie noch kleiner gewesen war. Das schon, aber irgendetwas nagte an ihm und sie wusste noch, wie sie damals gedacht hatte, dass er alt wurde. Wahrscheinlich tat ihm irgendetwas weh und deshalb war er so ungeduldig und zornig auf die Welt. Naja, sie hatte sich den Knöchel ja nicht mit Absicht verknackst. Es war ein Unfall gewesen. Sie konnte ja nichts dafür, nicht wahr? Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis Frank mit ausreichend Holz zurückgekommen war und ein Feuer in Gang gebracht hatte. Sie aßen zusammen, sie sprachen zusammen, Frank erzählte von sich und Mariam erzählte ein wenig mehr von sich selbst. Er zog ihr den Schuh aus und untersuchte ihren Knöchel ein weiteres Mal. Sehr, sehr vorsichtig massierte er ihn eine ganze Weile. Dann nahm er ihre Hand und küsste sie und dann fragte er, ob er sie richtig küssen dürfte. Er durfte. Er war vorsichtig gewesen, fast ängstlich. Das hatte Mariam gefallen und es hatte sich sehr, sehr gut angefühlt. Sie hatte ihn noch viel mehr tun lassen in dieser Nacht und sie hatte es genossen und den Schmerz in ihrem Knöchel bald völlig vergessen. Da war noch ein Schmerz gewesen, ein intimerer, aber der war schnell in einer Fülle von Wohlgefühlen weggespült worden. Dicht aneinander gedrängt und ihre Kleider zugleich als Lager und als Decken nutzend, waren sie eingeschlafen. Plötzlich war Mariam wieder alleine gewesen. Da war auch kein Feuer mehr und kein Frank, nur das tiefe Knurren eines großen Tieres. Sie wusste noch genau, wie ihr Blick hektisch in diese und jene Richtung gezuckt war. So lange, bis sie den Bären wieder sah, der viel zu nah an sie herangekommen war. Er ging sofort auf sie los und sie wich zurück, oder vielmehr wollte sie zurückweichen, aber sie konnte den Blick nicht abwenden von dem seltsamen, deformierten Kopf, der dem Tier aus der rechten Schulter wuchs. Es war nicht der Kopf eines Bären, der dort am Muskelsträngen hing, und auch nicht der Kopf eines Menschen, es war eine schreckliche Mischung aus beidem. So oder so sorgte die grässliche Mutation dafür, dass Mariam sich nicht bewegen konnte. Sie konnte das stinkende, verfilzte und löchrige Fell des Bären riechen, und dann traf sie der erste Klauenschlag. Die Pranke des Bären fetzte ihren Oberkörper beinahe in zwei Hälften, und dann... »Hey, warum zappelst du denn so?« Dann war da Franks Stimme gewesen, der fragte, ob alles in Ordnung sei.
Ja, alles gut. Nur ein schlechter Traum. Komm, wir schlafen weiter. Das hatten sie dann getan und Mariam blieb vor weiteren Albträumen verschont. Am nächsten Morgen ging es ihrem Knöchel bereits viel besser und sie konnte noch viel mehr genießen, was Frank ihr zu bieten hatte. Sie verließen ihr Lager erst gegen Mittag. Und wenn Mariam jetzt darüber nachdachte, war sie sich sicher, dass sie das Kind an diesem Morgen empfangen hatte und nicht in der Nacht davor. Sie beide wären gern noch viel länger von all den Erwachsenen weggeblieben, wären noch viel lieber für viel längere Zeit miteinander alleine gewesen. Aber irgendwann hatte ihr beider schlechtes Gewissen sich durchgesetzt und sie hatten sich an den Heimweg gemacht. Ein ganz klein wenig schmerzte ihr Knöchel noch immer und auch andere Stellen waren ein wenig wund. Aber diese Schmerzen waren zu vernachlässigen. Sie wollte nicht, dass Frank sie weiterhin stützen musste. Aber sie war eben ein wenig langsamer als er und er ihr immer ein paar Meter voraus, auch wenn er sich oft nach hinten umdrehte, um nach ihr zu sehen. Das hatte er auch in dem Moment getan, in dem sich in einem Hochhaus, das aufgrund des roten Bruches schräg nach vorne hing, ein großer Betonbrocken löste. Schemenhaft hatte Mariam den Betonbrocken fallen sehen. Sie erinnerte sich, wie Frank sie angelächelt hatte und wie sein Lächeln erstarrt war, als er ihren entsetzten Gesichtsausdruck wahrgenommen hatte. Sie hatte schreien wollen, sie hatte ihn warnen wollen, aber wie in dem Albtraum an jener Nacht konnte sie sich einfach nicht rühren und dann war Frank von jetzt auf nachher nicht mehr am Leben gewesen.